damit wird herzlich willkommen wieder zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 Megaprojekt und schon kommt wieder so eine Playlist Sau hier vorne drauf gefahren. Diesmal wieder mit dem Tino. Ja, hi Leute, du legst aber heute Emotionale mit in die Anmoderation. Mit dem Doktor. Moin, moin. Mit dem Julian. Hallo. Mit dem Extrem. Servus. Und mit dem Aini. Moin. Und Doc. Ja, der hat das ja wieder falsch gesagt. Nee, eigentlich ist ja richtig. Ist ja dunkel. Ich darf ja Moin Moin sagen. Nee, das ist 11.23 Uhr. Und das geht ja mit Ronny, der Heini, der fährt schon wieder durch die Ernte. Ach du Scheiße. Ja, dann hast du hast das Ding am falschen Seite auch. So, nein. Was haben wir denn jetzt noch Schönes? Wir haben noch, ach du Scheiße. Wir haben eindeutig viel zu wenig Geld. Ja. Ich würde fast vorschlagen, irgendwer macht sich mal dran und besamt mal das Feld da unten, diese, was war das, 21 oder was das heißt? Da wollen wir doch nicht Wiese drauf hören. Nee, würde eher sagen, da machen wir... Wie machst du dein Ding auf? Machen wir andauernd Sachen für die BGA hier so. Achso, ne, da können wir, ja, da können wir natürlich Mais unten anpflanzen, aber es näher an der BGA tun, ja. Das ja. Geht auch, ja. Denke ich, ne? Machen wir da mal Mais hin. Wird schon abgetankt, gut. Also Heini, wenn es dich interessiert, ich fahre 16, 17 Kamera. Ja, ich weiß nicht, wie das eingestellt wird. Bild hoch, Bild runter. Bild hoch, Bild runter oder plus, minus, je nachdem. Und den Trecker anwählen, ganz wichtig. Ups, Alt, sorry, ich habe dich übersehen irgendwie. Du bist hinter dem Truck Experimente, gewesen. Experimente, Bild hoch, Bild runter. So, ich Bild bin hoch, Trecker da. Anwählen, ganz wichtig. Gönne. Und dim. Das ist Neuland für mich. Heruntergefahren. Das ist Neuland, ist das. Ey, wir haben ja Silage hier. Mensch, wir können ja unsere Kühe füttern. Das ist ja schön. Ach, na eben, siehst du. Haben wir doch letztes Mal so viel von gemacht. Ja. Habe ich gar nicht mit. Schwerstarbeit. Muss ich hier unbedingt den Trecker wechseln? Das geht ja gar nicht. Wie ist der John Deere eigentlich, der 6150R? Ist der gut? Ist der gut drauf? Der ist blau, ne? Boah, ich hatte den zum Ansehen vorhin. Der ist ganz cool. Und wer liegt die Gabel direkt? Ach so, die ist... Das ist der Frontlader. Okay. Also du kannst dir gerne eine Saatmaschine schnappen und mir folgen. Ja, wollte ich ja gerade eben. Ach so, na, ja, Heini, das mit dem Nebenherfahren müssen wir wohl noch ein bisschen üben. Ja, ich mach das alles mit Hand, du. Ich krieg einen Krampf, das sag ich dir. Der Krampf, weil ich nicht weiß, wie das eingestellt wird, dieses Geschwindigkeitsdingsbumster. Du, das ist ganz einfach. Du wählst einfach dein Tempomat aus und dann mit Bild auf und Bild ab kannst du die Geschwindigkeit... höher oder langsamer einstellen. Du musst Tempomat natürlich mal wirklich dein Gerät. Soll ich 3 oder 4 drücken? 1 oder 2. Drück 1 oder 2. Ach, und damit. Ach, alles klar. Jetzt haben wir mal das kapiert, du. Warte mal, Randy, ich habe noch 50% der Seemaschine. Es ist übrigens, eine Seemaschine steht noch da für Mais. Also, wir können auch zu dritt ansehen. Jetzt weiß ich aber nicht. Ein Düngerfahrer kann uns gleich mal folgen. Und ich weiß nicht, was wir jetzt eventuell noch verkaufen wollen, um irgendwie hier einen Drescher zu kriegen. Weil das ist der Kacke. Ja, genau. Also das reicht noch nicht. Warte mal, wir gucken mal kurz in dieses Lager rein. Was haben wir denn hier noch Schönes? Raps sind ja auch nur noch 26. Weizen hätten wir noch eine ganze Menge. Wie ist der Preis da? Der war glaube ich okay. Guck ich grad. 2,79 ist das höchste. Am Güterbahnhof. Güterbahnhof, ja. Okay, dann verkaufen wir den Weizen auch am Güterbahnhof. Technik. Das reicht aber, ich glaube, wenn wir da mit Zweien das machen. Weizen, warte mal, wo waren jetzt der Weizen? Genau, dann die zwei Rautrains, oder die zwei großen Anhänger einfach Weizen wegfahren. Ja, genau, dann mache ich damit mal weiter hier. Wir mit zwei da, wo wir gerade auch waren, oder? Nee, Güterbahnhof ist unten Feld 5, Feld 6, weißt wo bist das du, Randy? Ach, da. Oh ja, nun. Da, wo der Bahnübergang da ist, wo die eine Halle ist, wo wir ganz am Anfang in unserem Let's Play auch mal Maschinen okay. gelagert hatten. Rampe hoch und so. Boah, das war genau. Ich hab da ein kleines Problem, guter ja. Herr. Ja. Du ja. hast nicht nur ein kleines Problem. Halt die Fresse. Also, wenn Sie hier hinten mal an der Saatmaschine gucken, ne? Ja. Ja. So, kommen Sie mal hierher. Was sehen Sie hier links und rechts? Jetzt gibt's Lack. 25. Ach so, ne, eine Warntafel. Ach so, okay. Die funktioniert nicht. Das ist aber jetzt schlecht. Hat bei dir der Blitz eingeschlagen oder was? Oder was willst du jetzt von mir? Bei Ihnen hat der Blitz eingeschlagen. Wie sehen Sie denn aus? Rocktops Team hat das Mikro auseinander. Bin ich doch gar nicht. So, Dreschertausch, Johnny-Tausch, sagst du. Ja, ja. Ja, der ist eh viel geiler hier. Nö, finde ich nicht. Ist schon. So, dann müssen wir mal gucken, wenn irgendjemand mit einem Anhänger frei ist, könnten wir ja auch die Kühe, die Mischstation kurz befüllen. Ja,
Aber ich glaube, wir haben jetzt doch zu viel Arbeit, ne? Ja. Hier, was ich die beiden nochmal fragen wollte, habt ihr denn eigentlich irgendwas mit Landwirtschaft oder so zu tun? Ich werde so im Real Life? Also ich nicht. Ja, ich habe bald was damit in Aussicht. Und zwar, gut, ich wollte jetzt eigentlich mit YouTube anfangen. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich dann erstmal die nächsten 4 Wochen eigentlich gar nichts machen kann. Da ich jetzt ab 1. Februar für 4 Wochen nach Bayern fahre und dort einem Landwirt aushelfe. Ja, okay. Ja, nicht schlecht. Kühe und Samen. Rocktalks, du arbeitest, atmest wirklich sehr laut ins Mikrofon. Ich habe es jetzt extra nochmal weggemacht, also ich verstehe das nicht. Tja, ich das weiß es nicht, aber das ist also wirklich... Hör auf zu atmen. Genau, hör mal auf zu atmen, halt mal die Luft ein. So. Wo bist du hin, Racer? Kommen wir jetzt von hinten. Du kommst von... Oh, schnell weg hier. Das kostet Hundesteuer, denk mal dran denken, ne? Captain Niveau hier, wir sinken. Wollen wir jeweils Niveau voll? Also, nie. Hier gibt's nicht mehr, was sinken kann. So, mal. Jetzt eine andere Frage. Was ist der Lieblingsspruch von Randy? Am Arsch. Das kannst du in dein Soundboard mit einfügen. Wenn du ein Sample schickst, gerne. So, kannst du auch ausschneiden aus Video irgendwo. So, was für Arbeit. Nee, aber was anderes, wie seid ihr zu YouTube gekommen? Warum, wieso, warum macht ihr das? Wegen Geld, wegen Abonnenten? Ja, Abonnenten nur wegen geil, Geld. Nur wegen Geld, logisch. Also ich bin schon fast an der Million fahren. Dran. Und noch ein bisschen weiter arbeiten, dann wird das schon. Nee, also eine Million dieser, Cent, hä? Dreiviertel Cent. Nö, ich wollte einfach mal... Das ist eigentlich so eine Standardfrage, die man eigentlich immer standardgemäß beantworten kann aus der Langeweile heraus und aus Spaß an der Freude. Ja, genau. Was war dein erstes Video, Randy, was du gemacht hast? Ach, du Heimatland. Sachsen Let's Player Intro. Danach Sachsen Let's Player jetzt auch auf Facebook und danach auf Twitter. Danach aber das ist ja eigentlich zu geil. Nicht ein Video hochgeladen und Sachsen Let's Player jetzt auf Facebook. Hä? Geil. Wer ist das? Ja, also zuerst so ein billiges Intro, was ich mir selber gemacht habe in Dings. Dann ist auf Facebook, ist auf Twitter. Dann Helikopter-Simulator verschiebt sich. Und dann habe ich irgendwie mit Police 2 so ein, wo ist es, Simulator für Recht und Ordnung, irgendwie so Strategie gedöst. Mhm. Angefangen und dann, ja, keine Ahnung. Also Simulatoren hatte ich eigentlich die erste Zeit gar nicht gemacht, davon mal abgesehen. Ich hatte Walking Dead, also Horror-Shooter. Bin erst irgendwann Oktober 2012 bin ich eigentlich auf Simulatoren gekommen. Als so richtig. Vorher hab ich einen Simulator genommen, ha, ist das scheiße, Alter. Gebe ich ja ehrlich zu. Okay. Ja, also bei mir war es ja, war's Harald Frenkel war schuld. Wieso? Ah, du hast dich quasi. Er hat Videos gemacht und ich habe gesagt, das kann jetzt so besser und dann habe ich halt einfach besser gemacht als er. Willst du da nicht nur noch eine zweite Meinung einholen? Willst du das ja dann nicht lieber? Ich habe meinen Arzt und Apotheker gefragt. Was ist los, Heini? Kriegst du es nicht hin? Ach, du scheiß Tempomat. Nein, er hatte sich doch mal beworben hier als Newcomer des Jahres 2012. Und da habe ich so ein kleines Support-Video für ihn gemacht. Und dann haben da einige gesagt, hey, du kannst das ganz gut, mach doch Let's Plays. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann das ganz gut, dann mache ich doch Let's Plays. Also ihr seht schon, Extreme und Fabian? Julian. Ihr seht schon, also eine Frage füllt hier den kompletten Part. Ja. Also überlegt euch gut. Ja, darf ich kurz oder warst du ja, noch nicht fertig mit deinen Ausführungen? Wenn nicht, wollte ich natürlich nicht unterbrechen. Ich war durch. Du warst durch. Ja, ich hab, ich muss sagen, bei mir war auch ein YouTuber schuld, warum ich angefangen habe. Ich muss ganz ehrlich zugeben, jetzt muss ich wirklich mal ehrlich zugeben, ich habe den Randy, den Sachsen-Netzwerk, den Kanal schon vorher gekannt. Ich habe da mal mit einem Kumpel drauf geschaut und wir haben uns so zerschossen. Weil dieser Dialekt, also dadurch, dass er Randy das so richtig mit diesem Sächsisch raushängen lässt, ich fand das ja total geil, weil ich komme ja aus Thüringen. Und da hört man ja auch teilweise ein bisschen Dialekt oder viel Dialekt, ich weiß es nicht. Wie ist es für euch? Ein bisschen. Extreme oder hört man sehr? Was? Ja, passt schon. Ja, nee, und ja, aber bei mir war ein Kanal schon gewesen. Entschuldigung, soll ich verkaufen die Ladung hier oder was? Ja. Nee, hosten ist Lager, oder?
Ins Lager. Was, was fahrt ihr jetzt? Gerste, oder? Ja, ins Lager, ins Lager. Gerste und Raps einlagern, Raps. Ja. Dann einlagern. Raps. Auch einlagern. Raps, ja, dann einlagern. Ja. Ne, und wie gesagt, also da hat mich damals inspiriert. Ich habe mich da mal umgeschaut, was man alles Schönes braucht für Technik und so weiter und so fort. Und ja, dann fing das so an. Mein allererstes Let's Play war Anno 2070. Und jetzt kommt's, ein Jahr nach Release. Das war sehr intelligent von mir. Ja, damit hat's aber angefangen. Dann bin ich so ein bisschen in Far Cry 3 und solche Sachen rumgehopst. Dann auch mal, was war's noch? Crysis. Das waren so die allerersten Sachen. Und ja, dann mit den Simulatoren, das hat immer mehr Spaß gemacht. LS habe ich seit 2008 schon gespielt. Und das war eigentlich der erste Simulator, wo ich so richtig auf meinem Kanal dann mit Simulatoren angefangen habe und auch ein bisschen hängen geblieben bin. Und natürlich Minecraft. Ja, das war's zu mir. Viele meinen immer, was ja, ich danke, ja, genau. Danke, klopf, 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 Applaus, klopf. Applaus, Applaus. Viele meinen immer so, wie das man nicht versucht, anfragen immer. Dass man mit Let's Plays so schnell Geld verdient oder sowas. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sein, das ist ein Irrglaube. Das ist natürlich schon Arbeit, wenn man da so ein bisschen Kohle verdienen will. Ne? Also man sollte wirklich den Leuten mal vorrechnen, die Stunden und das Geld, was bei rumkommt. Und dann ja, sollte also man denen mal den Stundenlohn auf den Tisch schmeißen. Lädt der nicht wieder ab oder was ist hier los? Ist also ich sag voll? Mal so, eine Friseuse in Leipzig verdient weitaus mehr als wir. Pro ja, Rapslager. Was ist denn los? Ich pump hier ab oder lade hier ein und passiert nichts. Hä? Wo denn? Wie du ladst, eins passiert nicht. Ich kipp hier ab, am Hof. Ja. Du hast abgekippt, jetzt ist er leer. Ja, jetzt zeigt er 48% voll an. Ja, das ist ja wieder ein Ding. Das ist ein Ding, Mann. Ich bin heute Morgen überhaupt nicht aufgestanden. Was ist denn los? Hauptsächlich hab nichts gesehen. Ja, wenn nicht, Heini steigt doch mal aus und wieder ein. Ja, Olli, genau. Ich bin voll. Ich bin, ja, ich bin noch halb voll. Das geht nicht so schnell. Das schafft's immer wieder. Oh, es ist einfach unglaublich, ey. Was denn? Nee, ah, da rennen die. Jetzt gibt er nochmal ab. Jetzt lädt er auch. Da war irgendwie ein kleiner Fehler drin. Alles Rotschi, jetzt ist auch leer. So, Mama ist unterwegs. Bleib da. Ich komm gleich. Aber wieso? Das haben wir doch Zeit für eine Frage oder war das denn das, was für die nächste? Ja, nee, hau rein. Hau raus. Hau beides. Was wäre, welche Spiele sind für euch, also eurer Meinung nach, die Flops des Jahres 2013? Okay, das machen wir doch in der nächsten Folge. Das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Ja, Docs darf dazu nichts sagen. Das gab schon letztes Mal einen Shitstorm sondersgleichen. Wirklich. Also, da würde ich ja dann sagen, dass ich dann einfach in der nächsten Folge anfange, was für mich die drei oder vier Flops des Jahres waren. Das kannst du gerne machen. Ja. Das kannst du auf alle Fälle machen. Julian, weil hast du irgendeine Kleinigkeit noch, die du gerne mal wissen... 3 Minuten einfällt. Ja, die du gerne mal wissen möchtest von uns oder so oder irgendwie. Ja, was waren so eure ersten Projekte, womit ihr so angefangen habt? Ja, also bei mir war es eben, wie gesagt, Anno 2070, Crysis und Far Cry. Das waren so die ersten drei Titel, die auf meinem Kanal gelaufen sind. Bei mir war es Skyrim. Euro-Truck-Simulator, Landwirtschaftssimulator, Minecraft. Okay. Battlefield 3 VIP-Jagd. Ah, und das ist ziemlich erfolgreich, ne? Ja. Bei Rock Talks, ey, der Lüpser. Heini, was war bei dir so das Rahmen, Hals, Maul. Ich habe das beruflich gemacht. Das erste war bei mir Hafensimulator. Ah, okay. Weil wir das hatten und da wollte ich erklären, wie das alles vernünftig ging. Ne? Das war eigentlich gar nicht, weil ich Let's Player werden wollte, sondern das hat sich so rauskristallisiert und auf einmal, ja, zack, zack, auf einmal ging's und ich so, oh, coole Views. Dann hatte ich auch Spaß mal Euro Truck Simulator hochgeladen, hatte 400.000 Views. Was? Oh. Und da, aber ohne Kommentar, einfach nur so, ne? Und ich so, cool, das macht Spaß. Geil, mein Pimmel steht bei 400.000 Views. Echt heftig, ihr googelt mal dann. Also hier bei YouTube, echt, der eine Eurotaxi hat über 400.000 Views und der hat aber auch Woodcutter-Simulator dann auf einmal mit 50.000, ne? Obwohl das nur eigentlich so für die Firma Vorstellung war, ne? Ja. Und da ich so, okay, dann mach Onkel Heinrich einfach mal weiter. Ja. Und jetzt bin ich dazu geblieben, ne? Heini cool. Singt wahrscheinlich heimlich. Coole Kohle, lalala. Coole Kohle, tralala. Also das ja, meine Freunde, so können wir auch Gronkh in unseren Let's Plays einbauen. Das ja. Ist das. Das ist der Bringer. Gronkh und Brammen. Oh, herrlich. Können wir ja super Tags machen und so. Und Videobeschreibung. Im Age des Kinders. Ach, nee. Das wäre doch mal was. Warte, hier, mach das andere da, hier mit dem...
Rocktox der alten Sau macht das auch nochmal. Dann haben wir noch einen Tag. Ah, genau. Der hat nur noch ganz bisschen. Rocktox, die blöde Sau. Genau, Fabian Siegesmund auch noch mit reinpackt. Yay! Yeah. Das gibt Views. Name-Dropping ohne Ende. Na gut, Randy, du, wenn du willst. Wir haben noch ein Minütchen. So. Ach so, ja, ja, Minütchen können wir noch. Dann ist aber, ich müsste auch schon wieder für kleine Königstiger. Ach, gibt's nicht hier. Keine Punika-Flasche unterm Tisch. Ich wollte gerade sagen, sehe ich in der Flasche ein gutes. Zeit wird's mal. Du musst ja gut zielen, ne? Zeit wird's mal. Punika-Flasche geht doch. Ich kriege ja sogar mein Lümmel rein. Sogar mein Lümmel rein. Yeah, solange wir dann nicht anfangen hier, Mama, brauch die Schüssel! Oh, das brauche ich glaube ich auch noch. Ihr könnt heute eventuell gucken. Ich hatte letztens mit Frenkel Frostl eine Aufnahme. Das wird heute ausgestrahlt. Oh, heute? Weil euch das interessiert. Ich dachte, das Samstag schon kommen. Nee, haben wir aufgenommen. Ach so. Was denn? Also Talk heute Talk? Am Mittwoch mit anderen Worten. Harald Frenkel. Könnt ihr jetzt schon gucken. Nee, ja. Heute Talk ist Donnerstag. Talkback. Ah ja, Sarah, genau. Frage ich ja die ganze Zeit. Habe ich nicht verstanden. Nee. Hast du nicht verstanden? Bin ich leise? Ja, du bist heute leiser. Nee, die anderen haben dazwischen gesprochen. Ja, du bist heute sehr schüchtern. Nee, du bist doch ein bisschen leiser, finde ich. Okay. Und Doc, es ist zwar nicht Mittwoch, es ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag? Ach ja, heute ist Donnerstag. Scheiße, ey. Naja gut, dann verabschieden wir uns mit heute ist Donnerstag. Scheiße. Und wir wünschen uns selber noch einen schönen Tag, wünschen euch aber auch noch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung in Form eines Däumchen da. Und das letzte Wort hat Gronkh. Coole Kohle, lalala. Coole Kohle, tralala. Tschüss. Tschüss. Tschüss.